Ciao, ihr wunderschöne Menschen, willkommen bei einem neuen Battlefield 3 Waffenmeister-Match. Und es ist zum Kotzen. Kennt ihr das? Es gibt Tage, wo man gut drauf ist. Es gibt aber auch Tage, wo man echt richtig scheiße drauf ist. Ja. Und ich habe heute so einen Tag mal wieder. Ja, danke schön. Ich habe heute so einen Tag wieder. Warum seht ihr jetzt hier in dem Video ein Bild von mir? Ja. Ganz einfache Antwort, weil Sony Vegas scheiße ist. Ja. Ich wollte eigentlich ein Video machen mit Facecam, wo man mich sieht, wie ich mich bewege und so. Aber anscheinend findet es Sony Vegas scheiße und macht es deswegen nicht. Ganz einfach. Und deswegen ist es auch so, dass es nicht geht. Ich habe es probiert und es geht nicht. Ich tue das Bild reinschieben einmal, dass man es halt normal gut sieht. Nein, Bildschirm wird schwarz und hängt und macht so die ganze Zeit. Und das ist kacke. Ich will zwei Videos übereinander legen. Warum geht das nicht? Ja? Warum nicht? Niet. Ich weiß es nicht. Und erstmal das. Gestern Video gemacht. Wunderbar. Geht nicht. Schieß mir nicht an, du Wichser. Video gemacht. Geht nicht. Wunderbar. Ja? Passt. Und alles. Und dachte ich mir heute, ja, scheiße. Und es geht ja noch weiter. Also heute ist ja noch nicht das passiert. Es fing ja beim Aufstehen schon an. Gestern war Livestream bis um 2 Uhr, da weiß ich nicht, 7 Stunden oder so Livestream. Und ja, hat ein bisschen gedauert. Ne, war lustig. SimCity war lustig mit Super Suchtis. Also mit Floppy halt. Und da haben wir unser Live-Let's Play aufgenommen und halt live auch gespielt. Und dann bin ich halt so um 3 Uhr ins Bett und dachte mir halt, ja, schön ausschlafen heute, ja. Oder halt nicht, wenn der Nachbar anscheinend mit 5 Kilo Tesaband irgendwie seine Einfahrt vollkleben will. Was macht er da, mein Nachbar? Es ist Wahnsinn, wenn du um, weiß ich nicht, 9.20 Uhr geweckt wirst von den sanften Klängen von irgendjemandem, ne? Der irgendwie die scheiß Einfahrt mit Kleber oder mit Tesaband, ja, pflastert. Warum macht man sowas? Das macht man nicht. Das ist unhöflich. Und das ist scheiße. Und ich wohne im Keller. Und, also im Keller einfach. Und mein Nachbar, der ist neben mir. Und ich höre halt sein Auto, wenn er so rausfährt und so. Das ist ja nicht so schlimm. Aber wenn er halt wirklich 2 Stunden die scheiß Einfahrt mit irgendwie komischen Sachen vollklebt oder vollkleistert. Und was macht er denn da bitte? Oder schiebt er Steine mit dem Besen hin und her mit dem alten kratzigen Besen? Meine Fresse, hey. Was ist denn das? Das macht er dauernd, hey. Das ist der Herr Riedmann, glaube ich. Ja. Und dann war ich halt da schon mal ein bisschen schlecht drauf, weil es mich doch recht angekotzt hat, dass ich nicht fucking schlafen konnte. Ja, ich war saumüde. Und 6 Stunden Schlaf, normalerweise reicht mir das, aber ich wollte halt mal am Wochenende 7 Stunden schlafen. Aber nein, egal. Und dann eben rangesetzt an den PC, das war meine Couch, wunderbar an den PC rangesetzt, wollte ich mir eigentlich mal ein Video schneiden mit der wunderschönen Facecam, ja. Wäre lustig gewesen, es sah echt lustig aus und so. Und ja, anscheinend hat er mein Internet weggeklebt oder weiß ich nicht, was er gemacht hat. Auf jeden Fall geht's nicht. Und ich saß dann jetzt da eine 20 Minuten und so, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Scheiße. Und ja, klappt das auch nicht. Dann dachte ich mir mal, mache ich mal was einfach ist, was klappt. Und mache ich einfach mal schön ein bisschen ein Müsli. Haferflocken sind gesund, mache ich mir sehr gerne. Ja, die mag ich. Haferflocken sind cool. Und dachte ich mir, da kann ja eigentlich jetzt nicht so viel schief gehen. Ich mache mir oben in der Küche die Haferflocken. Nehme, ja, das Behältnis. Und wollte eigentlich damit runtergehen in meinen Keller. Und dachte ich mir, ja, Milch klebt jetzt schon, wäre ja jetzt voll dumm, wenn ich jetzt irgendwie die Treppe runterfall und überall Milch wäre. Ja gut, meine Schmerzen, die gehen weg, aber es wird halt nach Milch stinken. Weil Milch, wenn es einzieht, es stinkt unglaublich. Und ja, anscheinend hat mich irgendwer gehört. Und ja, hat meinen Albtraum dann wahrgemacht. Dankeschön an denjenigen.
Und ich war schon unten vor meiner Tür und muss die Tür aufmachen. Und war gerade in Gedanken. Ich habe vor meiner Tür einen Türvorleger aus Stoff und da ist halt irgendwas mit Metal drauf. Also ja, Welcome to Hell oder so ein Scheiß. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ja, sorry, ist mir egal. Und dann klecker ich halt echt sau viel Scheißmilch auf meinen Scheiß fucking, Fußabtreter. Jetzt stinkt der nach Milch. Warum passiert so viel? Und wie spät haben wir es jetzt? Jetzt ist es 10:30 oder so. Jetzt ist mir in einer Stunde echt so viel Scheiße passiert. Wo man normalerweise denkt, ich könnte mich eigentlich wieder hinlegen, wenn der Nachbar nicht immer noch irgendwie laut wäre. Ja? Also Wahnsinn, hey. So Tage gibt's doch, so Tage habt doch. Also ich denke oder, ja, hoffe ist jetzt böse, aber ich denke schon, dass solche Tage jeder kennt. Und wahrscheinlich weniger selten hat. Ich hab's jetzt der dritte Mal in der Woche schon, habe ich so einen, ja, beschissenen Tag. Weil echt gar nichts klappt. Alles geht schief, man haut sich an. Das, was man haben will, das gibt's nicht mehr auf einmal. Das ist auf einmal, das hatten sie noch nie anscheinend im Geschäft. Ja, das kennt man gar nicht. Wie schreibt man da bitte? Müsli. Keine Ahnung, hey. Ja, und das ist schon scheiße, ne? Und deswegen auch dieses Video hier, weil echt nichts klappt, ja? Wenn's nicht klappt, dann klappt's richtig nicht. Ja, wenigstens klappt das, ne? Wenigstens klappt es nicht klappen. Gut, ja. So, und ich bin tot. Der eine ist schon ganz weit hinten. Den holen wir auch nicht mehr ein, denke ich. Ja, und ich hoffe, ihr habt bei diesem Video die Annotations angelassen, also die, ja, Sprechblasendinger, wenn man als YouTuber da reinfügen kann. Weil, nämlich, hier ist was versteckt, ne? Aber bloß so viel dazu. Vielleicht hat sie jemand gefunden, ne? Ja. Bei meinem Glück hat es keiner gefunden, ne? Ja. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr auch eher so ein Glücksvogel oder ein Pechvogel seid. Oder ob ihr so, ja, weiß ich nicht, Steigerung von Pechvogel, Pechdinosaurier, keine Ahnung. Schlechter, flacher Witz. Ja, wunderschön. So, da ist Peppy. Der ist hier irgendwo. Ach, da ist er. Yes. So muss man aufschauen, hey. So muss man aufschauen. Hier. Und ich spiele noch kurz zu Ende hier das Spielchen und dann. Ha! Das war aber kein Camp mehr. Ich konnte da nichts dafür jetzt. Und dann sage ich mal danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und tschüss, ne? Aber natürlich mache ich noch 3 Sekunden weiter. Ja, gewinnen tue ich eh nicht mehr. Der muss ein Messer noch, dann ist vorbei. Dann ist vorbei damit. Ich kann gar nicht singen. Ich kann überhaupt nicht singen. So, es ist vorbei. Dankeschön fürs Zugucken. Bleibt so schön. Und ja, hoffentlich hat es euren Tag verbessert. Ja, meinen ein bisschen. Aber ich bin immer noch vom Pech verfolgt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und danke.